Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gern. Und sie stellen sich am Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind Brigitte Inderbizin aus Schänis im Kanton St. Gallen. Das Astrid Murpf aus Hasle im Entlebuch. Aus Rötenbach im Emmental Marlis Bätschi. Von Gravo im Wattland Aurelia Jolie. Aus Niederrickenbach im Kanton Nidwalden Manuela Achermann. Florina Candinas aus Andiast in der Bündner Sur-Selva und aus Bürgle im Kanton Uri, Therese Marti. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Die Hündin Ayla hat Junge bekommen. Ja, wollen wir die zügeln? Hey. Heute ist das grosse Landfrauenessen. Hey, die Brötchen. Heute haben wir einen grossen Tag. In einem kurzen Moment. Dann könnt ihr wieder reinkommen in die Stube, gell? Säuferli, gell? Ganz säuferli, fein. Oh, ja. Also, das ist gut. Bätschis züchten tschechische Schäferhunde, sogenannte Chodeländer. Ja. Dann nehmen wir den Rahmen hier, gell? Und du kannst ihn auch von Tüchli zusammen rum. Ich tue dann auch frische her. Geht's für dich, Therese? Ja, ja. Ach, da. Kannst du den auch. Wir müssen dafür noch am Rand nehmen. Anstatt beim Kochen muss Therese, die Schwester von Danu, zuerst bei der Hündli-Zügelte helfen. Wir wollen den grossen Besuch, den wir heute haben, ihnen nicht zumuten. Ich denke, wir haben so viele Leute im Haus, wo ich gehört habe, das ist jetzt ein riesengroßer Stress für sie. Das Zügeln ist auch nicht ohne, das darf man nicht unterschätzen. Jetzt kommt Ayla gar nicht nach, was da los ist und warum und wieso. Aber ich glaube, sie kommt dann schon zur Ruhe. Das müssen wir dann ein bisschen setzen. Das Herentuch, dort in einem schönen Meckeli Herentuch. Die Lampe. Gell. Langsam. Wo ist der Boden, Jorin? Das ist zu Die anderen Landfrauen sind schon unterwegs durch die Emmentaler Hügellandschaft. Also fahren etwa die durch das Emmental so Richtung Bernbiet, aber können wäre jetzt zu viel gesagt. Also, ja. Aber schon durchgefahren? Nein, also ich war noch gar nie in dem Emmental. Aber schön, gell? Ja, ich freue mich wirklich. Es ist eine wunderbare Gegend. Als gut organisiert wird Marlis eingeschätzt. Die wird heute nicht in Stress hineinkommen. Die wird heute alles durchgeplant haben. Ganz ruhig alles machen. Ja. Wie am Schnürli läuft es aber nicht gerade. Hilfe! Pannen! Scheibe! Genau das habe ich befürchtet. Jetzt haben wir gerade ein Problem. Im Boschi haben die Frauen schon klare Vorstellungen, was es zu essen gibt. Also ich würde zu Rindfleisch tippen, weil sie haben Mutterkühe, ja. Aber ja, ich kann mich auch täuschen. Ja, ein Braten vielleicht. Oder ein Filet, ein Rinderfilet. Es sprätzelt den Gelkerer. So. Jawohl, saure Mocken will die Marlis heute Abend auftischen. Eine Mocke, haben wir nochmal 4 Seiten. 4 Tage war diese Mocke eingelegt. Scharf abbraten, kommt jetzt die Beize wieder drüber. So, tun wir hier in den Ofen. Wunderbar. Höchste Zeit für Sonntagsgewand. Das Boschi ist nicht mehr weit weg. Zum Empfang haben Bätschis ein Emmentaler Jodulied eingestudiert. Ich glaube, es ist gut, denn ja. Das ist gut. Ein Trachtenmünchen. Zur musikalischen Unterstützung ist der Nachbar mit seinem Schweizer Örgeli auch dabei. Gut. Lebenslicht, so wunderbar.
habe mich so gefreut, dass ihr zu mir ins Emmental seid gekommen. Ich habe nicht gewusst, dass sie jodeln tut. Habe ich gar nicht gewusst. Auch schön gsi. Es war wunderschön. Mit den Kindern, mit den Trachten. Mal, es war schön. Dann darf ich euch noch gerne meine Familie vorstellen. Der Daniel, das ist mein Mann. Hallo zusammen. Hi. Enya, das ist die Tochter. Der Jorin, unser Bub. Unser Grossi, meine Schwiegermutter. Dann darf ich euch herzlich einladen zum Apero. Weiter zu. Lila, was? Schon, wir haben gesagt, sie sind sicher nicht nervös. An was hast du es gemerkt? Du hast es selber gesehen. Gerade mal 4 Tage alt sind sie. Die Äugle können sie noch nicht auftun. Jeden Morgen wird zuerst nach den Welpen geschaut. Jobine, hey, geht's ihnen gut? Gut schon. Den Krögeli. Es ist das 7. Mal, wo es Junge gegeben hat. Leider haben nicht alle Welpen die Geburt überlebt. Es sind leider nur 2. Ich hoffe, dass sie mehr hat. Oder sie hätte ja mehr gehabt. Aber diesmal ist es nicht so gut gegangen. Sind wir ganz fest traurig gewesen. Wir waren einfach auch ein bisschen verwöhnt. Jetzt haben wir fast 40 Welpen gehabt. Schon. Wir hatten noch nie ein Totnix bis jetzt. Und jetzt ist es halt. Eben ist nicht so gelaufen, wie wir es gerne hätten. Aber sie macht es super, ja, gell? Jetzt hat sie sich auch wieder beruhigt. Sie hat es natürlich ganz klar gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ja. Das ist jetzt Zwiebli. Für den Namen haben wir uns noch nicht entschieden. Das kommt jetzt dann noch. Gell? Mit einfach auf das Gefühl gehen, soll es einfach mal richtig können. Auch sieht Leben, dass wir so froh sind. Ja, genau, so. Ja, ja. Schön. Die ganze Familie fiebert auch mit, wenn es Nachwuchs gibt. Ja, sorry, oder? Das ist wirklich noch schön, wenn man es eben hier oben hat. Wir hocken manchmal am Abend eben zu suchen, dringend dumm und schauen diesen Welpen zu, wie die sich entwickeln. Also, ich konnte mir das zuerst gar nicht vorstellen, die Höhnisstube hin. Aber wie du hast gesehen, es ist wirklich manchmal so schön, denen zuzuschauen. Dann schaue ich mir. Wie viel das zugenommen hat. Nur 520 Gramm. Das Wägen ist auch wichtig für die Zuchtkontrolle. Gut. Hey, schau mal, wie das jetzt schon geschwärzt hat. 280 am Donnerstag am Abend. Jetzt ist es schon 520 Gramm. Tipptopp. Ich finde es aber mega schön, wenn man so sieht, dass es den Welpen gut geht. Und dann dazu zu schauen, wie sie wachsen, ist auch schön. Das sind bosnische Gebirgsross. Die Rasse ist vom Aussterben bedroht. Und darum hat er dann gefunden, er gebe ihnen ein Plätzchen auf seinem Hof. Komm, Nina, komm! Kommt, komm! Kommt! Nina! Mala! Kommt! Kommt! Heute hat es gerade etwas hart, dass sie wieder vorkommen. Schau mal. Können sie nicht? Nein, heute passt das denen gerade gar nicht. Das ist jetzt lustig. Soll ich hängen? Ja, du, ich glaube, wir gehen hier hinten zum Gatter auftun. Und dann rufen wir noch mal. Sonst gehe ich hier hinten auf das Högerli. Weißt du, dann kommen sie dann ganz sicher. Schon, ja. Der Denno ist ein grosser Tierfreund. Und Marlies unterstützt ihn dabei. Nee, da. Kommt doch mal. Gut. Ich glaube, jetzt kommen sie. 6 Ross und 2 Shetland-Ponys müssen heute wieder einmal gestriegelt und gepflegt werden. Komm, Buda. Schön. Komm, schau. So, schau. Nadina. Hey. Meda, komm. So. Hey. Die Hüfeln machen, hä? Ja, jetzt kannst du es geben. Vielleicht kannst du noch ein bisschen kräbeln vor dem Kopf. Ja. Also, ich finde es einfach schöne Rosse. Und wenn ich so das Landschaftsbild anschaue, ist es einfach schön. Das gefällt mir.
Selber bin ich nicht mit Ross aufgewachsen. Und das ist für mich schon eine neue Erfahrung, mit Ross umzugehen. Wie man Rosshuf pflegt, hat er dann noch extra in einem Kurs lernen. Reiten kann niemand in der Familie. Aber die kleine Arche Noah gefällt allen. Also ich mache es halt sehr gerne, dass wir zu zweit etwas machen können. Und wir funktionieren schon noch gut zusammen. Er ist, bei den Tieren ist er der Chef. Und dort kann ich glaube, gut einfach mithelfen. Die Tiere sind halt schon gängig. Meine Schwäche war, kann ich dem vielleicht so sagen. Man kann dem so sagen. Ja, ja, das ist so. Ich habe schon gerne Tiere, wo man nicht überall sieht. Das ist so. Das ist bei den Hühnern jetzt angefangen. Oder zu den Hühnern sind wir natürlich auch zusätzlich gekommen. Und bei den Rossen halt auch noch. Das ist eigentlich, wir sind nicht gesucht, aber es ist jetzt einfach so. Aber wenn er eine Bauernmärung geht, muss ich manchmal schon sagen, du, gell, heute bringst du kein Tier mit. Bei uns ist ein bisschen die Regel so, es muss so sein, dass er Tier machen kann, weil ich einfach halt nicht immer helfen kann. Er muss Tier machen, sonst funktioniert es nicht. Und ein kleiner Traum haben sie, dass die ganze Familie eines Tages zusammen geht ausreiten. Ja, beide, das Ganze. 1,5 Liter Wein und 1,5 Dezi Wein Essig. Das gibt die Beize für ein Sauermocken fürs Landfrauenessen. Ja, und ich tue nicht so viel Essig drin, weil ich es nicht so gerne, wenn er allzu sauer ist. Ich habe lieber vor allem den Weingeschmack drin. Es ist ein 2 Kilo Schulterstück von ihren eigenen Galloway-Rinder. Ich habe ein schönes Stück parat gemacht. He? Ich habe den Eindruck, das Fleisch ist aromatischer, küstiger. Es hat eine ganz schöne Struktur, von der Fleischstruktur her. Es ist sehr fettarm. Ich denke, das macht das Galloway-Rindfleisch aus. Aber ich denke, es gibt viele gute Rindfleisch. Kann ich noch etwas machen? Ja, los jetzt, du kannst es so drüber nehmen. Mit Brätli. Ja, gern. So, jetzt haben wir das geröstete Gemüse drüber. Jetzt kannst du das aber säuferli drüber leeren. Bringe ich das zu Stang? Schau, dass es nicht spritzt. Ganz langsam, genau. Schau, du bist ein bisschen nebendran. Ja, es ist noch schwierig, wenn man so wenig sieht. Tipptopp. Jetzt hat alles Platz. Ah ja, ganz knapp. Alles berechnet. Und den Braten mal fast nicht reinkommen. So. Bis am Samstag kann der Sauermocken jetzt ziehen. Da sind sie, die Galloways. Nach 25 Jahren Milchwirtschaft haben Badgies aus wirtschaftlichen Gründen auf Mutterkuhhaltung, also auf Fleischrinder, umgestellt. Auch das eine besondere Rasse. Black- und Red-Belted Galloways. Die kommen ursprünglich aus Schottland. Die Bauern haben viel gefragt, was sind das für Tiere, die hier suchen. Das ist schon hier mit allem noch nicht so verbreitet. Und dann gab es so solche Leute, die mal gefragt haben, was das für Tiere sind, die da unten werden, die so weisse Leintücher um den Bauch haben. Das ist so sehr speziell. Oder? Also einfach wirklich, ja, das ist auch noch schön, dass man halt viel ins Gespräch kommt mit den Leuten. Von Natur aus hat die eher kleinere Rasse keine Hörner. Sie sind zutraulich und passen bestens in die Demmitaler Höger. Was mich halt wahnsinnig fasziniert, das ist die Robustheit, die die Tiere haben. Das ist einfach wirklich schön, dass sie einfach nicht irgendwie diffizil sind. Sie sind sehr extensiv gehalten. Wir nehmen nur mit Heu und Gras, wie wir dann, so haben. Oh.
Einmal in der Woche fährt Marlies 30 Minuten lang auf Wimmis im Simmental. Seit über 20 Jahren ist sie dort Mitglied im Jodlerclub Jägerchörli. Es ist mir sehr wichtig, weil ich singe halt einfach gern. Wir haben eine sehr gute Gruppe, wir sind einfach gut untereinander. Und solange es das so ist und meine Stimme auch mitmacht, mache ich es halt sehr gern, ja. Auch viele grosse Auftritte haben sie in diesen Jahren zusammen gehabt. Wie mache ich jetzt nochmal? Wenn ich manchmal daheim von Haus muss und ich müde bin und vielleicht im Winter der Weg noch schlecht, dann bin ich manchmal schon nicht so motiviert auszurücken. Aber wenn ich dann da bin und nachher mit den Leuten vom Chörli zusammen bin, dann tut es mir einfach gut und singen merke ich, ah, es ist einfach ein gutes Gefühl. Oh, Sonnenstrahl. Ich singe schon die Lieder am liebsten, wo man so ein Liedteil hat, wo ohne schönen Text drin ist, wo es eine schöne Harmonie hat und dann halt einfach ein gefälliges, schönes Hütchen dran. Gibt es einen Regentag. Du. Und zum Mittag machst du Rösti? Ich mache Rösti, ja. Und dann nehmen wir es. Raclette-Käse für drüber. Käse? Mhm. Und dann kannst du Salat machen, du willst. Bin ich gegangen. Bist du gegangen? Tschüss. Mach's gut. Schönen Tschüss. Tag, gell? Ja. Es ist morgen um 6:30 Uhr. Die Marlies geht arbeiten. Also ich bin nicht der Frühaufsteher. Also manchmal muss ich mich dann schon dort klemmen, so früh aufzustehen. Und wenn die Kinder Ferien haben, sowieso, dann ja, ist die ganze Familie daheim. Und ich gehe arbeiten. Grundsätzlich kann ich so gerne arbeiten. Ich habe meinen Beruf so gerne. Also, dann bin ich dort und kann mich in dem Sinne auch sehr, sehr gut auf meinen Beruf konzentrieren. Sie ist gelehrte Pflegefachfrau in der Stiftung für Betagte zu Münsingen. Sie ist halb in der Pflege und halb im Qualitätsmanagement tätig. Zurzeit arbeitet sie in der Abteilung für alte Leute mit Demenz. Eine Aufgabe, die besonders viel Einfühlungsvermögen braucht. Darf ich nur erst reichen? Ja. Ja, es ist gleich. Hä? Ja. Alles, was man ihnen sieht, können sie sehr verlangsamt umsetzen, wenn sie es umsetzen können. Auch die Aufforderung zum Selberessen funktioniert nicht immer. Manchmal braucht es wirklich eine Initialbewegung, um dass sie dort in den Ablauf reinkommen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und dort muss man sie entsprechend unterstützen. Es braucht so ein anderes Gespür, mit ihnen umzugehen. Ich finde das halt sehr, sehr spannend. Und es gibt manchmal einfach halt so lustige Situationen. Und ich kann mit ihnen singen, was ich halt auch gerne mache. Mit Singen, das ist eine Ebene, wo sie halt sehr gut mitkommen, wo sie sehr gerne haben. Und dann staunet man manchmal, was da wirklich noch für Feigheiten auch noch vorhanden sind. Juppeli di und Juppeli da, zettel di schon, lang, lang, da. Juppeli di und zetteli da. Hilfe, alle zu verlauf. Ja. Ein paar können plötzlich nur noch ihre alte Muttersprache.
Offrendo la schiena. Möchte ich dir ablegen? Mi massaggio ancora un po' la schiena. Noch ein bisschen den Rücken massieren. Du. Das geniesset ihr jetzt, gell? Ja. Das geniesset ihr. Offrendo. Ja. Ich begleite euch ins Zimmer. Begleiten. Ist gut? Ich glaube, ich habe in meinem Berufsjahr gelernt, dass das Leben nicht immer nur schöne Seiten hat. Es gibt Situationen, die mich traurig machen. Das ist schon so. Aber ich glaube, ich habe auch gelernt, damit umzugehen, dass man einfach das akzeptieren muss. Ich stehe in meinem Berufsalltag so drin, dass ich mich auch wieder abgrenzen kann. Dass das nicht meine Geschichte ist, sondern ich muss schauen, was ist meine Aufgabe in dem Ganzen, in dieser Situation. Wenn Marlies am Arbeiten ist, übernimmt er dann daheim. Jetzt mache ich einfach wirklich eben heute den Rösti oder manchmal mache ich Käschnitt, etwas, was einfach geht. Es gibt auch, dass sie vorkochen. Aber ich bin, meine Augen sagen, ich bin nicht der Sösseli-Typ. Ich bin einer, der einfache Sachen macht. Ich habe nicht Zeit für das. Das ist alles, das lenkt mir die Augen gar nicht. Und vielleicht auch durch das, dass man es nicht mehr macht. Logisch, dann hat man länger etwas eben so zu machen. Aber das ist eh. Das haben wir noch jedes Mal gegessen. Das ist kein Problem. Aber es bleibt nicht nur beim Kochen. Er ist fast ein bisschen ein Hausmann. Du tust Staub sauber. Du wäschst zusammenlegen. Aber was ich nicht mache, ist glätten. Das mache ich bis jetzt nicht. Ich habe nicht gerne gleich viel Zeit. Wenn ich im Heuen bin, dann bin ich im Heuen alleine. Und dann habe ich dann manchmal auch nicht Zeit, für eben die Wäsche zusammenzulegen. Oder? Das ist so. Und die Kinder helfen noch mit. Soll ich den Käse auf den Tisch tun? Nein, brauche ich den auch. Aha, da tust du nicht drin. Also bei Papa gibt es halt immer nur etwas Einfaches, so wie Rösti, Spiegelei und so. Mama macht dann manchmal irgendwie noch einen Auflauf oder etwas Längeres oder Schwieriges. Aber sonst, ich finde beide gut kochen. Oh. Das musst du nicht so machen! Das? Oh. Ja, nein, das wird nicht so gut. Ja, genau, das geht jetzt sicher nicht so gut. Du musst nicht so. Du musst nicht für den. Joni! Das geht nicht schön. Das ist ja lustig hier. Das kann ich halt nicht so gut. Man tut es eher, dass der Schlitz hat. Dann tut man mit den Hängen so auf. Und dann kommt das ganze Ei raus, nicht nur so ein kleines Loch. Jetzt musst du es so nehmen. Ja. Du musst drüber rein. Ja, genau, so macht man das. Dreimal Pfui und einmal Hui. Egal, essen kann man es ja genau gleich. Was macht ihr heute Nachmittag? Geht ihr jetzt ein bisschen zum Grossi? Ja, wir gehen ein Suppenpäckchen machen. Geht ihr ein Suppenpäckchen machen? Mhm. Aha, also, das finde ich gut. Komm! Das Grossi, die Mutti von Danu, wohnt gerade im Stückchen nebendran. Hallo, Grossi. Hallo. Die Enya und Jorin sind die zwei jüngsten Grosskinder von Lina Bätschi. Im Ganzen hat sie 15 Grosskinder von 9 Kindern. Das Jahr hatte die Kinder eigene Gemüsebeete. Aber nicht alles ist schön gekommen. Ja, jetzt habe ich sie schon. Sie sind ein bisschen komisch gewachsen. Sie sind so gewachsen und manchmal hat sie schon aufgesprengt. Aber fein sind sie immer noch. Fortgeschossen wird da also nichts. Mit so Gemüsesäckchen geht das Kochen noch viel schneller. Wenn wir ein Suppenpäckchen nehmen, dann müssen wir nur noch Bouillon in Schüssel durch Wasser und kann dann das Gemüse reintun. Das Grossi hat schon manches mit den Grosskindern genommen. Ja, früher, als ich noch besser haben konnte, habe ich noch mit einem Gunni-Hock geheilt. Das war auch mega lustig. Ja, ja, das war auch lustig. Aber jetzt geht es nicht mehr. Leider.
Was hat er jetzt gesehen? Genau? Was, es ist eines der Gallienstossen auf der Straße. Ein Kalb ist ab. Schauen wir, wie das geht. Du, ich habe heute Morgen Fürst gelassen. Vielleicht war der Zaun nicht ganz gut. Ich weiß es nicht. Ich bin zwar nur ein Teil vom Zaun, bin ich nachher schauen, das war alles in Ordnung. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Du. Es muss jetzt nach dem, was er hier unten sein, was er gesehen hat, die Straße oben. Wir schauen. Soll ich gerade den Viehhüter ausziehen? Nein, ich warte davon noch. Ah, schau, er ist der Dunger. Das ist aber noch schwierig. Weil das ist wahrscheinlich ist ja das Mutter der Dunger. Ja, das haben wir jetzt noch fast nie gehabt, dass es draussen ist. Das ist noch lustig. Bei den 5 Jahren ist es noch nie ein Tier raus. Das ist jetzt kein Zufall. Dino! Moni Lanzelot, seine Herde, ist nicht mehr vollzählig. Oh, es kann sein. Ah, oh, nein, ist dort. Genau. Also, gut, hoi. Ich merke es gerade genau. Wir müssen das umgekehrt machen. Wir machen es auch gar nicht. Wir machen es anders. Wahrscheinlich gehen wir jetzt hier vor, hingern und probieren es hier oben vor zu jagen. Da hier. Und dann willst du es gar nicht hochlassen? Tue ich gleich dazu, ja. Also. Schau, es kommt. Kommt es? Ja. Jetzt kommt die Axt rum. Wir probieren hier etwas zu lüpfen. Vielleicht geht es näher unten reichen. Komm, die Axt. Komm, Galli. Komm, da, geh rein, geh schon rein. Vielleicht super, nein, geht nicht nehmen, nein. Geht nicht nehmen. Komm. Probieren wir es. Die Jacke. Warte. Komm. Warte, lüpf. Ja, komm. Also, komm. Oh, super, so, du. Ist gut. Ich bin jetzt froh, dass wir es drinnen haben und nicht die ganze Crew mal in der Büsch ist. Weil die hier freut. Dass sie nicht in Panik kommen, das muss man schauen. Mutter, bei der Mutter ist es halt so, dass das Kälbchen extrem fixiert ist auf die Mutter und umgekehrt. Darum ist jetzt die Mutter ja vorhin hier, oder? Die wäre kurz um drunter rausgekommen. Weil die setzt sich ein für das Kalb, oder? Happy End. Am Abend sind sie alle im Stall. Okay. Jawohl. Machen. Das war jetzt ganz schlimm. Nein. Nein, der letzte Ton. Mensch. Nicht der letzte, nicht, aber ist der zwischen. Ja. Der ist mir abgeräumt. Der hat ein bisschen gekroset. Ja, nicht einen guten Tag gehabt. Bei Badgies wird im Badzimmer gejodelt, weil es besser tönt und man im Spiegel die Maustellung und die Atemtechnik kontrollieren kann. Einfach der Ton dort, weißt, wo ich... Wo jetzt habe ich das Gefühl, hast du gut gesehen. Oder der mal... Ich habe es gut begegnet. Aufgewachsen sind die beiden nur 2 Kilometer voneinander weg. Zusammengekommen sind sie aber durch das Jodeln. Oder Mutter, ja. Wir sind zusammen in einem gemischten Chörli. Genau, sind wir eigentlich in einem gemischten Chörli. Ja, genau. Und sehr viel für die Singen unterwegs waren. Ja, genau, ja. Kennt man natürlich einen anderen schon von ganz früher, aber wir sind eigentlich einen anderen nicht im... miteinander nicht gesehen in dem Sinn. Das war 4 Jahre jünger und war in der Sekundarschule. Irgendwann, ja, das war natürlich nicht irgendwie von Anfang an so. Ich habe Albert King sieht jetzt eigentlich gar nicht will. Das ist so. Und ich habe ihm gesagt, die Frau, die du suchst, gibt es noch gar nicht. Das ist so. Irgendwann ist ja ist so. Jetzt haben wir wieder Ärmel geschlossen. Gell? Ja. Das sind Brahma-Hühner. Die sieht man auch nicht gerade überall. Und auch bei den Hühnern gibt es Ausbrecher. Für die Hühner sind die Kinder zuständig. Das ist so ein Hat das jetzt da noch... Oh, jetzt ist schon wieder raus!
Magst du das so bitte? Ja. Du musst noch mal neu einsichern. Ja, jetzt geht es wieder raus. Ah, oh, geh mir noch zu tun. Nein, jetzt muss ich einen reichen. Nicht? Ja. Gut, dass ich auch mehr. Es sind im Fall sogar zwei. Über die Nacht büssen alle ins Häuschen, dass sie nicht vom Fuchs geholt werden. Nein, nicht. Huhn. Bist du schwer? Nein, nehme es. Nein, ich kann das. Ui, ui, ui. Auftrag erledigt. Alle Hühner im Stall. Die Landfrauen können kommen. Liebe Landfrauen, dürfen hier gerne Platz nehmen. Ja, wirklich edel. Ja, wirklich. Schon zur Vorspeise gibt es etwas Warmes. Ein paar Minuten, dann nehmen wir sie. Bitte. Das Küchenteam Marlis und Therese ist voll auf Kurs. Das reicht. Ist gut, tipptopp. Ich glaube, wir tun einfach zwei drauf. Das reicht. Ja. Die Soße, haben wir echt genug Kräutchen drin. Das Mensch, ist gut. Ja. Wir wollen probieren. Mein Gefühl ist schon. Es ist eine Baumnuss-Vinaigrette. Ich finde es sehr gut. Ist gut, ja. Wir lösen. Ja. Ich denke, eine Salatsauce mit Nüssen ist halt vielleicht eher etwas Spezielles. Es gibt noch so ein bisschen, es ist halt der herbstliche Touch. Ein bisschen etwas Aussergewöhnliches. So zum Nüsslersalat, wo alles in Herbststichen passt, ist das, glaube ich, eine gute Harmonie. Oh, das ist schon schön warm. Liebe Frauen. So. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl in unserer kleine Bauernstube. Tipptopp. Dann würde ich euch sehr gerne unser Menü vorstellen. Ich habe euch zur Vorspeise einen Nüsslersalat mit einer Baumnussvignerette. Selbstverständlich habe ich gewusst, dass du, Florina, die Baumnuss nicht verdrehst und habe dir eine Variante gemacht. Oh, danke vielmals. Dazu gibt es einen Birentachtatin mit Evis Hauskäsli. Und nachher zum Hauptgang möchte ich euch gerne einen sauren Mokka servieren vom Emmentaler Galway-Rind. Das ist ein typisches Emmentaler Gericht, eine saure Mokka. Dazu Urdinkelspätzli. Und zum Dessert darf ich ein Zwetschgenparfait servieren mit marinierten Beeren, einen Zwetschgenstreuselkuchen und einen Topfzimmetrahm. Gut. Ich hoffe, es schmeckt euch. Ich wünsche euch ganz einen ganz gemütlichen Abend und einen guten Miteinander. Danke. Danke. Ah, du bist schon dran. Ja. Super. Du bist gegangen. Ja, sehr gut. Ups. Das Frischkäsli wird zum Nüsslisalat drapiert. Zusammen mit frischen Birnenstückchen. Sehr. Dazu kommt jetzt die Birnen-Tachtata aus dem Ofen. Sieht gut aus. Mhm. Ah, brünn dich nicht. Ja. Brünn dich nicht. Jetzt müssen die Küchli nur noch gestürzt werden. Ich glaube, das sieht nicht schlecht aus. Vielleicht hätte jetzt wirklich ein bisschen mehr Karamellsauce drin dürfen sein, aber das wird wahrscheinlich von Kost her, bin ich überzeugt, gleich gut sein. Es kann serviert werden. So, Frauen. Jetzt könnt ihr den zuschlagen. Danke. Das ist schön. Und du hast jetzt keine Baumnüsse drauf oben? Nein. Ich habe es auch lieb von ihr gefunden, dass sie wegen mir hier noch extra von Baumnüsse auf Haselnüsse gewechselt hat. Das habe ich auch lieb von ihr gefunden. Gut, also. Guten Abend. Guten. Das Körbchen ist noch warm. Mhm. Das ist fein. Ein Tort. Das ist jetzt das Ungestürz. Also dort ist der Blätterteig doch oben und dann stürzt ist das. Ja. Du bist gestürzt? Ja. Mhm. In der Westschweiz machst du meistens mit Süß, mit Äpfeln.
ist, wenn es so das Säure hat. Mhm. Das ist aber gut. Das Biretarta mit dem Käsli war also wirklich eine gute Kombination. Salat mit Fricht kombiniert, das habe ich sehr gerne. Am Anfang wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja, ist fein. Ist ein Gourmet-Vorspeise für mich. Eigenes Wurzelgemüse im Ofen backen, das ist eine der Beilagen des Hauptgangs. Ist schön, nicht ein Kräutchen, he? Ja. Ich muss noch mal schauen, dass da genug drauf kommt. Zuerst hast du jetzt einfach noch gesalzen. Ja, genau. Sehr gut, super. Du, schau, die Sauce ist ziemlich eingekocht, hast du gesehen? Der Braten muss Marlies dann noch aufschneiden. Ja. Aber zuerst kommen die Urdinkelspätzle vom eigenen Mehl in die Pfanne. Jetzt plötzlich geht es rund. Es kommt etwa die vor, dass sie mehrere Sachen miteinander machen. Oder manchmal habe ich dann schon viel Ghetto und das Geschlecht. Aber im Endeffekt kommt es meistens gut. Ist gut bei dir, Therese? Ja, kommt gut. Schau, Therese. Sieht gut aus. Genial, du. Sieht ganz schön aus. Ja. Jetzt den schneiden wir noch weg. Das ist gut. Hey. Ich kann nicht sagen, ob man jetzt einen Unterschied sieht, von einem Galloway-Rindsbraten zu einem herkömmlichen Rindsbraten. Nicht eigentlich, der Geschmack ist auch das Wichtigste, und dass es hoffentlich auch möglichst weich und zart ist. Ein grosses Stück. Ich nehme drei Stücke drauf, das Mensch. Du kannst hier die Spätzle. Genau. Zum Schluss noch das Gemüse drauf, alles schön anrichten. Und dann ist auch der Hauptgang parat. Saure Mocken vom Galloway-Rind, Urdinkelspätzli und Wurzelgemüse. Soli. Oh, look, ich bin der Klatsche für euch noch. Danke schön. Dann habt ihr einen guten. Danke. Danke schön. So dunkle Köbel. Ja, die haben ja auch. Das sind verschiedene farbige Köbel. Ist die so oder ist die auch eingelegt, denke ich? Ja, das geht's das? Ja, ja. Mhm. Also das Gemüse ist schon nicht so. Also ich esse schon mehr Gemüse, aber so kenne ich es gar nicht, dass es so braten ist. Aber es war sehr fein, wirklich. Aber für mich ein bisschen zu wenig teuer. Es war zu knackig. Nicht alle hatten schon mal saure Mocken. Und Aurelia, wie findest du es? Schmeckt es? Du bist gut. Ja, gut. Sehr wichtig ist auch die Soße dazu. Und ein saure Mocken muss es so sein. Mm-hmm. Das ist saure Mocken. Saure Mocken ist nach wie vor die eine Liebe und die anderen haben es halt weniger gerne. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber es war gut. Ich habe sehr gerne saure Mocken. Und wegen dem war der Hauptgang für mich super. Mich hat es noch sehr kräftiges Fleisch gedunkt, mit der Soße zusammen. Es war sehr fein. Also die Soße war sehr fein. Ich habe sehr gerne Soße. Also die Spätzle sind sehr fein. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht merken, weißt, dass es jetzt Urdinkel ist oder ob sonst ist sehr fein. Mhm. Wie immer wird jeder Gang bewertet. Nach Geschmack, Präsentation, Kreativität und ob das Gericht saisonal und regional ist. Die geheimen Bewertungen bleiben bis zur Finalsendung unter Verschluss. Sorry. Ich komme nach Quabraum, gell? Ja, die Blumen. Nicht alles ist Rübis und Stübis aufgegessen worden. Ja, du, gell? Jetzt muss ich halt auch da heute. Wie geht's mit der Tür? Gut, verlangsam. Es geht, es geht. Schau, es ist schon gegangen. Vielleicht kannst du mir das zutun. Jawohl. Er ist so herzig. Er passt irrsinnig zu ihr. Ja. Das Traumpaar. Mhm. Der Danu hat das tiptop gemacht, den Service. Marlies hat ihnen gesagt, dass er ein Schüchen ist. Und ja, gut. Nein, aber wirklich ganz lässig. Kann man den mieten? So, mal, es war tiptop. Aber viel zu viel. Wunderbar. Nein, nicht viel zu viel. Aber sie ist schon Angst, sie möge dir kein Essen. Oh. Aber sie viel. Aber sie einfach, ja, die meiste ist ausgemacht. Und ich glaube, zwei Frauen haben nicht ganz ausgenommen.
Kein Platz mehr fürs Dessert, wäre schade. Das ist ein Zwetschgenstreuselkuchen. Da ist ein Mürbeteig drunter. Und dann eine Zwetschge drin und dann die Streusel oben drauf. Hat ein bisschen etwas drin. Aber ist sehr fein, so halt süß. So der trockene Mürbeteig und die saftigen Zwetschge, die Kombination tue ich mir noch fein. Und in einem Dessert, so durch eine Glasse oder so, finde ich halt ein Stück Kuchen noch gut. Jetzt drücken wir einfach den Daumen, dass wir hier schöne und anständige Kugeln machen können. Ein sauber gemachtes Parfait, durchsetzt mit Zwetschgenmus, gehört in diesem Fall einfach dazu. Ist ein bisschen gross, gell? Voilà. So ein Parfait ist immer eine heikle Sache. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, ja. Die Konsistenz ist super. Es ist eine kleine klebrige Sache. Und halt, ja, es geht nicht so einfach, die Kugeln zu formen. Und das waren alle schön gleichmässig. Weil das Zwetschgenmus Mousse, wo ich drin gemischt habe, halt wirklich sehr klebrig ist. Zum Zwetschgenparfait und dem Zwetschgenstreuselkuchen kommen noch marinierte Beeren und Zimtnudeln. Sorry, danke. So geschafft, oh. Wir haben es geschafft. Alle drei ja. Gänge. Super. So schön. Ah, ja. Das Dessert hat immer Platz. Also der Streuselkuchen, der ist jetzt genau nach meinem Geschmack. Weißt du, so die Streusel drauf ist schon super. So knusprig. Mhm. Das Dessert, das war der Knaller. Ich liebe Zwetschgen. Und das war voll mies, wirklich. Wenn es heisst, so Kuchen, habe ich immer ein bisschen Angst, oh, trocken. Aber der war jetzt gar nicht trocken. Es war wirklich fein. Ja. Jetzt nehmen wir einen Schnaps. Ja, jetzt können wir ja. Jetzt nehmen wir einen Schnaps. Hey, jetzt geht es aber ab. Jetzt geht es aber ab mit der Kuchen. Oh ja, herrlich. Gut. Top. Ja, und es ist herrlich. Ja. Ja, wirklich. Ja. Alles geschafft. Es ist mir erst jetzt bewusst, was wir uns da haben. Eigentlich aufgeladen, aber jetzt bin ich happy. Ja. Sehr zufrieden. Ich gehe. Schön. Tipptopp. Hey. So, liebe Frauen. Anstatt Kaffee gibt es im Emmittal Münzen-Zwetschgen-Tee. Du tust jetzt alles nur einen Wein legen. Die Weinbäuerin Aurelia Scholli hat noch gut lachen. Aber nächste Woche ist sie die Gastgeberin im Wattland. Ihr botet jetzt einen Wein.